Okay, ich glaube, das sind irgendwie Soundfehler oder was. So, ein APC, einen Sarazen und einen Striker. Die Sarazen und den Striker sind natürlich die am gefährlichsten. Ich werde Mantis nicht versuchen, zumindest nicht an diesem Kampf teilhaben zu lassen. Deswegen geht Mantis darüber. Und der Waldwolf kann die Jungs auf PPC-Reichweite zerlegen. Ich hoffe mit minimalen Schäden, damit ich nicht gleich wieder zurückrennen muss. Und dann habe ich gleich mal die nächsten Fahrzeuge salvaged. Ja, das hier oben wird wahrscheinlich größtenteils in die Luft fliegen. Waffen. Eine Ambulanz, die ist unbewaffnet. Wird wahrscheinlich ein Kreuzfeuer einfach verdampfen. Oder wenn sie den Tanks zu nahe kommt. Ich meine, die Ordnance Drugs sind Munitionstransporter mit einem Ammut. Oh, der Capture-Ware. Oh, fuck. Das rieche ich mich jetzt auf. Yes, sir. Changing range. Enemy vehicle destroyed. I'm under attack. No problem, sir. Sauber. Vehicle destroyed. No problem, sir. Changing range. Okay, der Striker ist hauptsächlich auf LSR ausgelegt, also können wir rangehen und den auch kurz entfernen und deppern. Ah, das ist so viel dazu. No problem, sir. Reporting vehicle capture. Mission objective complete. Wait here. Reporting vehicle capture. So, der Kollege ist waffenausgerüstet, das heißt, der hat ordentlich Feuerkraft. Ja, Heavy Ultra Autokanon, Heavy Flamer und einen ER Laser hat das Ding. Das heißt, ich muss bei dem mit Reichweite arbeiten. Sprich, ich lock ihn an. Und lass die Türme die Arbeit erledigen. Mit ein bisschen Glück bleibt er heile und ich kann ihn bergen. Ich meine, das sind zwar nur Medium-Max hier, aber... As ordered, sir. Das ist immer noch eine solide Feuerkraftplattform. So be it. Schöner Treffer. Na, kommt schon. Das Rennen. Yes, sir. No problem, sir. Wait here, changing range. Ich habe mir keine große Hoffnung gemacht, dass sie Geschütztürme ihn auseinanderbauen, aber beschäftigen, Halt und Schaden verursachen. Genug, dass ich ihn beschießen kann von da oben. Mit den Jägermax wird das nicht ganz so einfach werden. Changing range. Bitte bleib auf weiter Entfernung. Ja. No problem, sir. Ein Ultra-AK ist weg. Consider it done. Consider it done.
Deswegen will ich mal Sakari haben. Mit RPPCs kann man richtig gegen Schaden mit anrichten. Aber auch mit LSR. Ah, er hat die Sensoranlage gerade zu seinem Ziel auserkoren. Das war's, der ist schon lieber. Ah, schade. So, die hatte ich ergrabbelt, und die anderen hatte ich auch ergrabbelt. Das heißt, sie fehlen jetzt nur noch die Sachen, die hier hinten sind. Truck und Ordnance Trucks und Fuel Truck. Alles würde hier explodieren. Alles, was hier ist. Yes, sir. Changing range. Large Pulse Laser. Zwei leichte Ultra-Autokanonen, ein ER Large Laser. Allerdings alles wie S-Standard. As ordered, sir. I'm under attack. Gegen den Waldwolf mit Clan-Tech-Ausrüstung sollten die eigentlich keine Chance haben. Ultraka ist weg und die Munition hat er eingesteckt. Aber der, Alter, 111 Schuss, das reicht für eine Weile. Oh. Ah, explodiert. Aber ein ER Large Laser ist da theoretisch noch drin. No problem, sir. Consider it done. As ordered, sir. Immer kann man nicht versehentlich daneben schießen und irgendwas zerstören. No problem, sir. Jägermechs sind dafür bekannt, dass sie nicht sonderlich gut gepanzert sind. Aber die können eine Menge Dacker austeilen. Komm, verreck! Das war's. Ah, es ist zum Kotzen. No problem, sir. Link here, reporting building capture. No problem, sir. Reporting vehicle capture. Link here, reporting vehicle capture. Reporting vehicle capture. Yes, sir. Enemy components captured. Link here, reporting building capture. Enemy components captured. Reporting building capture. Enemy components reporting captured. Building capture. No problem, sir. Reporting building capture. Also, der Salvage Truck hat eine leichte Autokanone drin, das ist unwichtig. Leichte Gauss ist nicht so interessant. Leichte Clan LBX, zwei Clan ER Laser, ein T-Bolt, ehrlich gesagt, get fucked. Oh. Die Ordnance Trucks explodieren nicht? Der Flugzeug, der definitiv eine Explosionseinheit. Consider it done.
Ja, ich nehme lieber die RP-Punkte mit anstatt den Schrott, den das Ding dann bieten hat. Aber mein Interesse habe ich erledigt. Also von daher, fuck it. Die Ambulanz kann jetzt meine Leute einsammeln gehen. Wo im Fick rennst du hin? Ich meine, okay, das Gelände ist halt ein bisschen schwer einzuschätzen, wie die Mechs sich da verhalten. Ich könnte ihn nochmal reparieren gehen, aber die Reparaturen sind eigentlich relativ günstig. Und da habe ich jetzt keinen Bock, jetzt nochmal Zeit drauf zu verschwenden. Schade um die Waffe im Hunters Mac, aber was soll man machen? Irgendwo muss man Opfer bringen. Gab auch nie irgendwo was Verborgenes, oder? Ich meine, ich habe eigentlich alles eingesammelt. Keine Container mehr übrig, kein gar nichts. Und wir haben ein Kommando gekriegt. Den kann ich verkaufen. T-Bolt ist natürlich witzig. T-Bolt sind Raketen, die Minenfelder legen. Das muss ich mal gleich mal ausprobieren. Oder nee, Moment. Thunderbolt ist ein... Ich glaube... Moment, das muss ich selber eben mal kurz nachchecken. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Waffensystem. Nee, es ist Single Missile System that smash into its target through its after. Okay, die Thunderbolts sind im Prinzip wie Autokanonen gewesen, glaube ich. Oder? Keine Ahnung, es gab ein Thunderbolt-System, das eine einzelne Rakete abfeuert und ungefähr wie eine Autokanone funktioniert. Ein ähnliches Damage-Profil wie eine AK-10. Okay. 10.000 RP gekriegt dafür, dass ich die Ordnungs- und den Fuel-Truck zerstört habe. Okay, damit bin ich ein bisschen bergunglos gewesen, aber scheiß drauf. Das schauen wir bei HQ an 1. Destroy all enemy max. Move to extraction marker. 110 Tonnen zur Verfügung. Leider kann ich mir keinen leisten. Ich meine, ich wäre sogar mit dem Aufsum schon zufrieden, aber ein Atlas ist gerade zur Verfügung. Das ist... Ja, für die würde ich auch kommen, was sie da kriegen. Nee, der Tempelwurf soll es weiterhin sein und der Centurion. Aber ich glaube, ich kann jetzt beide einsetzen in der Mission. This is Link. Yes, sir.
Vixen here. Vixen here. Understood, sir. Vixen here. This is Lynx. Yes, sir. Oh, jetzt ist es wieder normal, okay. Ich dachte, es wäre, weil er verletzt ist oder so eine Scherze. Der Holländer. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass man eine Gauss-Fucking-Knarre drin hat, aber... Nee. Understood, sir. Mission drop weight exceeded. Wie viel Tonnage habe ich denn? 45? Nee, 35. Toll, ein Rabe. Commencing deployment. MechWarriors, prepare for combat. I have a new sensor trait. Ich hätte mir die Karte vorher vielleicht angucken sollen. Scheiß drauf. Sensors are showing a new contact. My sensors have a new contact. As ordered, sir. No problem, sir. Legt sich erstmal auf die Fresse mit dem Raben. Enemy components captured. The building is captured. So be it. Consider it done. I have a new sensor trait. I'm under attack. I understand. One less enemy crawler. Consider it done. Unzureichender Schaden. Lynx müsste sich, glaube ich, mal für eine Mission oder so erholen. Aber er ist aber auch nicht mein einziger Mech-Pilot, der vernünftig mit dem Waldwurf umgehen kann. Die kommen später nochmal zum Tragen. Ich würde ungern mich mit dem Raketenturm anlegen. Ich meine, ups, die Raketentürme sind nichts Schlimmes. Die sind mit einer Salve weggefühlt, aber trotzdem können die halt noch eine Salve LSR raushauen. Die können manchmal den Unterschied machen. XCM ist geil. Der LCM verhindert, dass feindliche Mechs meine aufpicken und dann anfangen loszurennen und mich platt zu machen. Mission Objective complete. Das ist ein Bullshit. Ich vermute, das ist ein Problem, das durch den Mod entstanden ist. Oder die Mod. Dass das Missionsziel erfüllbar ist, bevor ich an den anderen fertig bin. No problem, sir. This is Link. I'm under attack. Link's here. One less enemy crawler. Consider it done. Ich finde es ein bisschen nervtötend, dass man in vier Missionen halt nicht das volle Droprate kriegt oder generell mehr so als, selten mehr als 100 Tonnen. Weil, ihr seht, ich muss mal mit ganz kleinen Gruppen arbeiten. Ich meine, das ist am Anfang ganz gut, um reinzukommen in das Spiel und zu verstehen, wie die Maschinen funktionieren. Aber eben in der Mission gesehen davor, das kann ganz schön nach hinten losgehen, wenn man die vernünftigen Maschinen hat.
Ich meine, ich hatte, als ich ursprünglich gespielt hatte, nicht das Glück, dass ich einen Waldwolf hatte, der mit Sprungdüsen ausgerüstet ist. I have a new sensor tray. Who wants some of this? The enemy is attacking. Enemy vehicle destroyed. Consider it done. One less enemy crawler. Hübsche kleine Insel, so malerisch. Voll mit Mechs und Fahrzeugen. Nein. Da werde ich nicht drauf reinfallen. Gibt mir sicher andere Orte, wo ich angreifen kann. Der große Vorteil von Sprungdüsen ist, dass mir diese dämlichen Wände überhaupt nichts ausmachen. Hier haben die ja tatsächlich auch einen mehr oder weniger einen Höhenunterschied ins Spiel eingebaut. Damals in Command & Conquer gab es zwar auch Wände und so einen Scheiß, aber die hatten nicht wirklich einen Höhenunterschied. Das waren einfach nur Wände. Schon eine Menge Blips. Flatbeds. Steinbruch oder so ein Scherz. Das ist ein Haku. Mission objective complete. The vehicle is captured. This is Link. I have a new sensor tray. Consider it done. Reporting vehicle destroyed. No problem, sir. Enemy vehicle destroyed. Enemy components no problem, captured. Sir. This is Mantis. The building is captured. Consider it done. No problem, sir. Wait there, taking enemy fire. No problem, sir. Das wäre ein Mech, den ich gerne hätte. Latsch Pulslaser. Einer weg. Shit. Das wäre so schön gewesen. Ein 45 Tonner. Shadow Cats sind nice. No problem, sir. No problem, sir. One less enemy crawler. Wait here, one less enemy crawler. Yes, sir. Who wants some of this? No problem, sir. No problem, sir. Nur komm, eine PPC-Salve und weg damit. Ernsthaft. Enemy vehicle destroyed. Wenn ich wenigstens eine von diesen Knalltüten noch kriege, wäre das nicht schlecht. Vielleicht hätte ich mit der Shadowcat warten sollen, bis ich die hier unten ausgeknipsert habe. Ich glaube, danach machen wir jetzt mal Pause. Leider auch hier kein Reparaturhanger. Die sind leider manchmal ein bisschen Mangelware in dem Spiel. Aber hey, immer noch mehr als im MechWarrior 5. Da kriegt man in einer Story-Mission am Anfang einen Reparaturhanger und ich glaube danach noch einmal oder so irgendwann später. As ordered, sir. No problem, sir. So be it.
reporting. I am under enemy fire. Wake chair, changing range. No problem, sir. So be it. Consider it done. I am under enemy fire. Auf den Kopf gehüpft. Death from above! So be it. I am engaged. Enemy mech destroyed. Oh, fick den Hamster. Natürlich fliegen hier jede Menge Mechs einfach weg. Einfach zerstört. In die Luft gejagt. Boom, weg. Immerhin, ich habe Clan-Waffen gekriegt. Aber die gleichen nicht so wirklich meine Verluste aus im Augenblick. Ich möchte ganze Mechs haben nach Möglichkeit. Consider it done. No problem, sir. No problem, sir. Man kann tatsächlich Zonen anvisieren, wie das Cockpit zum Beispiel. Aber meine Piloten sind definitiv nicht gut genug, um daraus Kapital zu schlagen, wenn überhaupt irgendwas zu machen. Ich meine, das ist so unglaublich schwer, den Cockpit zu treffen. Da muss man eher auf Glückstreffer hoffen. Mission successful. Ich habe den hier gekriegt gerade. Ich hätte vielleicht mit der Shadowcat als letzten Gegner warten sollen. Aber ich weiß nicht, ob. Ich wusste halt nicht, ob der dann gedingst wird. Gesehen wird, wenn er Shutdown ist. Destroy Command Station, Secondary Capture Industry Complexes. A Clan Hunchback 2C is guarding the Industry Complex. Ob 7 urgently needs that Industrial Complex, more equipment is an essential, bla 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 bla. MacBay. So, ich sage jetzt mal danke Zuschauern, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü. Wo ist mein OBS? Da.